Und heute wird es wieder mega, mega spannend und mega lecker, weil da freue ich mich schon ewig drauf, diese Oreo Limited Edition mal auszuprobieren. Das sind die Filled Cupcake Oreo. Ja, da fragt sich natürlich jeder, wie kommt denn so ein nicht Cupcake, sondern natürlich Cupcake in den Oreo rein? Und da bin ich gleich mal ganz gespannt, ja? Also wie man diesen kompletten Cupcake da reinbekommt, vermutlich eher so als Richtung natürlich. Und es sieht auch schon sehr, sehr spannend aus, wenn wir das hier mal ranzoomen, ja? Dieses Weiße innen drin, das ist schon interessant. Sieht auf dem ersten Blick nicht attraktiv aus. Vielleicht denkt man auch, die sind doch schon am Schimmeln oder so. Nein, das ist bestimmt kein Schimmel. Es ist nur interessant illustriert. Also mit einer weißen Füllung. Auch mit der spannenden Betriebsanleitung da drauf. Twist and Lick. Was mag das nur bedeuten? Also Twist and Lick, Filled Cupcake. Es hat so ein paar Assoziation weckt das so gerade, erst drehen, dann lecken oder drehendes Lecken. Ich weiß es nicht, das wollen wir mal ganz schnell hier beiseite quatschen, diese Assoziation. Ich reiße die jetzt einfach mal auf und steckt wie immer meine Nase rein, muss sagen. Oh, dieser Geruch ist wirklich so ganz, 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 ganz anders. Also was man so von Oreo kenne ich das gar nicht. Es hat einen super intensiven Schokoladengeruch, der richtig, richtig geil ist. Was ihr jetzt noch nicht seht, aber was ich euch gleich zeige, diese Oreos haben eine sehr, sehr weite Anreise hinter sich. Waren in meinem Koffer und weil ich nicht so gut Koffer packen kann, sind die wieder alle so ein bisschen teilweise, ihr seht das, zerbröselt und leicht zerstört. Naja, kann passieren, aber hier geht es ja auch um den Geschmack und nicht ums Aussehen, ja? Also ich werde jetzt mal versuchen, hier so einen halben Oreo zu finden, der noch nicht zerstört ist. Und da habe ich einen auch direkt gefunden. Das ist der hier. Ja, der hat eine dunkle Creme. Diese Creme, die ist nicht ganz so dick, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, die ist ein bisschen dicker. Ich mag das ja, wenn die Creme genauso dick ist wie die zwei Kekse. Also eigentlich doppelt so dick wie ein Keks. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist so vom Verhältnis her ein Keks, Creme, Keks, also so. Jeweils ein Drittel, ne? So sieht das irgendwie so aus. Auf jeden Fall, wenn der doppelt so dick wäre, würde ich es noch geiler finden, aber egal. Hauptsache es schmeckt. Ich mache das jetzt mal wie auf der Verpackung hier. Twist hat schon mal funktioniert. Und jetzt, ohne Witz, seht ihr das? Das ist ja. Es ist Jesus, es ist Elvis! Es ist Elvis in dem Oreo oder sonst was. Nee, es ist der Weihnachtsmann! Unglaublich! Ich müsste direkt mal das Ding hier auf eBay stellen, 3 Millionen Dollar kassieren, wer weiß, irgendjemand glaubt es bestimmt. Nein, es ist natürlich die weiße Füllung. Und da muss ich mal sagen, großes Kompliment ans Verpackungsdesign, ja. Twist and Lick ist erstens ganz nett formuliert und zweitens, entspricht dem Dingen auf der Verpackung schon. Also es ist ehrlich illustriert und das finde ich gut. Es erzeugt nicht irgendwie eine Fantasievorstellung, die man auch manchmal hat und dann ist man nachher ganz enttäuscht, ja. Also ehrlich illustriert. Jetzt wollen wir mal diesen Oreo mit dem mystischen weißen Fleck mal anlecken, wie es da auch steht. Ja. Entschuldigung, dass ihr da so ein bisschen schmatzt. Ich finde das ehrlich gesagt auch mal so ein bisschen ekelig, ne? Aber kurz mal die Ohren zu halten. Es ist wirklich erstens interessant. Aber interessant ist ja die Schwester von Scheiße, wissen wir. Nein, es ist wirklich lecker. Es ist eine ganz einzigartige Creme. Es schmeckt nicht nur nach Schokolade. Das Weiße hat auch eine eigene Geschmacksrichtung. Und ja, kann man nicht nur essen, kann man sehr geil essen. So, schmeckt wirklich geil. Ich beiße mal kurz vom Keks ab, damit ich auch den ein bisschen Original-Oreo-Taste auch mitkriege. Und ich muss sagen, Limited Edition, aber unlimitiert geil. Ganz ehrlich, schmeckt wirklich Hammer. So, ich stecke mir jetzt meine ganzen Keks rein. Sorry. Wirklich, wirklich lecker. Auch wenn ich immer noch diese seltsame Assoziation habe von dem weißen Fleck innen drin. Aber wir wissen, der kommt aus der Maschine und das ist das weiße Herz vom Cupcake und nicht irgendwas anderes. Ansonsten hat mich das noch so ein bisschen erinnert an meine Jugend. Kennt ihr den Film Sommersturm? Wenn nicht, googeln, angucken. Und danach die Kekse und vorher die Kekse essen. Also Film Sommersturm googeln, da geht es auch um Kekse in einer bestimmten Szene. Und da ist auch eine Füllung extra drauf. Nun ja, aber weg vom Sommersturm, also ein sehr, sehr toller Film wirklich. Sommersturm, Sommersturm.
füllt Cupcake Oreo ist geiler Scheiß. Es ist wirklich super lecker. Es schmeckt richtig toll. Hätte ich vielleicht mehr Packung von mitnehmen sollen. Ich weiß, wäre vielleicht besser gewesen. Die haben mich wirklich jetzt mal überrascht vom Geschmack. Ihr kennt ja auch diese Spring Oreos, die ich getestet habe. Die waren auch geil, weil die Creme so dick war. Aber die Filled Oreo Cupcakes sind einfach geil vom Geschmack, weil es wirklich was Neues ist und mal was anderes ist. Und das mag ich. Also mega Daumen hoch. Und wenn ihr das auch mögt und ihr noch mehr Oreo oder sonst was Tests sehen wollt, bitte abonniert den Kanal oder teilt dieses Video. Ich bin für jeden Klick dankbar. Das ist so ein bisschen auch meine Motivation. Also nicht nur das Essen, ich mag auch die Klicks. Bin ich ganz ehrlich. Also von daher bitte Daumen hoch, kommentieren, liken, teilen, alles Mögliche. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.